Oh. Willkommen zum Mars Rover Onboard Computer Talk mit Break the System. Und jetzt begrüßen wir Break the System auf der Bühne. Das hätte ein bisschen lang gedauert. Here we go. Ja, jetzt können wir endlich anfangen. Over the last 50 years, in den letzten 50 Jahren haben viele Missionen versucht, den Mars zu erreichen. Leider ist der Mars relativ hart und es ist wirklich schwer, darauf zu landen. Und vor allem die Länder haben ein richtiges Problem. Das Lustigste war, als der Mars Climate Orbiter in 1999 dort gelandet ist, da hat ein Komponent das imperiale System und eins das metrische System benutzt. Und als sie die Werte getauscht haben, dann konnte der Mars Rover nicht landen und ist in der Atmosphäre verbrannt. Sojourner war der erste niedliche Lander, den wir gefunden haben. Und der wurde 1979 auf der Marsoberfläche abgesetzt. Dann gibt es Spirit und Opportunity, die Exploration-Roboter. Die sind 2004 auf dem Mars gelandet. Die sind ungefähr so groß, ungefähr wie so ein Golfwagen. Und sie waren relativ erfolgreich. Und Spirit war bis 2010 unterwegs und Opportunity war 14 Jahre unterwegs. Und gerade im Sommer wurden leider die Solarpaneele mit Sand bedeckt und seitdem ist das Ding im Schlafmodus. Und es hat er ungefähr einen Marathon hinter sich gebracht in der ganzen Zeit. Und es war eine großartige Landung. Da gab es halt diese Airbags, die da überall auf dem Boden aufgetreten sind, um das Ding zu sichern. Und heute möchte ich euch dem Mars Science Laboratory vorstellen, nämlich Curiosity. Curiosity ist ein autonomes Fahrzeug und das muss es auch sein, weil das Radiosignal von der Erde bis zum Mars ungefähr 10 bis 14 Minuten unterwegs ist, je nachdem, wo Erde und Mars positioniert sind. Es hat eine atomare Stromquelle, also es ist komplett unabhängig von Solarstrom. Und Curiosity kann maximal 100 Meter pro Stunde fahren. Das ist wirklich schnell. So, das großartigste Instrument vom Gerät ist der Laser. Und es kann Steine treffen. Und da ist ein Spektrometer und kann damit Gase analysieren. Der Rover ist mittlerweile 2274 Sols auf dem Mars. Das sind ein Sol ist ein Marstag. Das sind 24 Stunden und ein bisschen. Und seitdem ist der Rover 19,89 Kilometer unterwegs gewesen und fährt immer noch. Und die Mission wurde schon eigentlich lange erfüllt. Also, hallo Curiosity. Curiosity hat unterschiedliche Konfigurationen erlebt. Der interplanetare Raum, sie haben Kurskorrekturen gemacht, mit Sternenkarten operiert, um den Mars gut zu erreichen. Die Landungskonfiguration mit Wärmeschilden und Berichtigungsraketen und verrückten Himmelskränen. Das ist ein ganz anderer eigener Talk, aber das können wir heute leider nicht machen. Und am Ende natürlich die Rover-Konfiguration, die wir jetzt sehen. Alle diese Konfigurationen wurden von einem einzigen Computer an Bord kontrolliert und gesteuert mit einer verdammt hochspezialisierten Software. Und da wollen wir reingucken. Eine kurze Einladung. Hi, ich bin Daniel, ich bin ein Software-Ingenieur, ich bin ein Amateur, Space-Freak.
Ich habe viel über Raumfahrt, Hard- und Software gelernt, als ich versucht habe, Satelliten für meine eigene Firma zu machen. Ich arbeite für diese Firma, die mein Hotelzimmer bezahlt. Vielen Dank dafür. Und ich schreibe Software und benutze Hardware. Einen kleinen Disclaimer. Ich habe diese Leute, Arbeit von diesen Leuten benutzt. Dr. Catherine Weiss, Emily Lakathan, Dr. Mark Maiman. Ich habe die ganz viel benutzt, ihre Arbeit. Und ich hatte aber leider nicht die Zeit, sie vorher zu kontaktieren. Also wenn ihr irgendwelche Fehler in meinem Vortrag findet, dann sind das meine Fehler und nicht die von diesen Leuten. Okay, lass uns über die Hardware von Curiosity reden. Das ist das BAE Ransom 150, eine strahlungsgeschützte Version des IBM Power Systems 750. Diese Systeme können bis zu 200 MHz getaktet werden und es ist sehr häufig im Weltraum benutzt. Im Curiosity wird dieser Chip mit 133 MHz getaktet. Das ist der Chip und das ist der Chip in seinem Board. Man sieht zwei verschiedene Boards hier. Zwei verschiedene Größen. Soweit ich weiß, benutzt Curiosity das auf der rechten Seite. Auf dem Board haben wir 256 Kilobyte EEPROM-Speicher, 256 Megabyte RAM und 2 Gigabyte Flash. Das ist ganz schön viel. Alles das haben wir zweimal. Falls irgendwas kaputt geht, ausfällt, kann der Rover von der A-Seite des Computers auf die B-Seite wechseln. Die sind beide komplett unabhängig voneinander. Sie haben auch nur Komponenten, die gehören nur zu einer Seite des Computers. Zum Beispiel die Navigationskameras. Natürlich ist das alles strahlungsgeschützt. Und es gibt viele Techniken, um Chip und Board Strahlung zu schützen. Das ist ein anderer Vortrag, den ich irgendwann mal halten möchte, aber heute ist auch nicht dieser Vortrag. Deswegen nur diese Folie. Das letzte Spaceship hat ein 80386 Chip benutzt und Hubble hat ein A486er genutzt und die ISS benutzt 80830 Chips. Also die Sachen, die in den Weltraum gehen, sind immer sehr, sehr langsam, weil das nämlich eine sehr lange Zeit braucht. Was für Software können wir auf dieser Hardware denn laufen lassen? Es stellt sich heraus, wir benutzen VX 6.5, ein Echtzeitbetriebssystem. Dieser Screenshot zeigt Version 7, aber das sieht gut aus. Das wird auch in anderen NASA-Raumschiffen benutzt und in der Boeing 787, im KUKA, Industrierobotern, in der Dragon-Kapsel auch und auch in dem Toshiba E-Bridge. In Fotokopierern. Und bevor du fragst, ja, da kann man Java drauf laufen lassen. In diesem Fall aber nicht. Die Software, die auf Curiosity läuft, hat viele Erben. Das ist eine kontinuierliche Codebasis, die in den 90ern angefangen hat, als die ersten Prototype-Rover Sachen geschrieben wurden und dann manches davon wurde wieder in Sojourner wieder benutzt und das wurde nochmal neu geschrieben und wurde in Mars-Erforschungsrover benutzt und dann wurde es von 1080++ portiert und refactored, wieder überarbeitet für die MSL-Architektur. Und jetzt reden wir hier über C++. Nicht komplettes C++, wie man das auf dem Desktop machen würde. Eine Sache, die fehlt, sind zum Beispiel Prozesse. Wir haben hier dieses Konzept von Aufgaben. Die sind aber nicht so unabhängig wie Prozesse. Es kommt also auf dich drauf an, dass du sicherstellst, dass sie nicht alle sich gegenseitig beeinflussen. Wir haben auch keine Exceptions und keine Templins. Mehrfachvererbung,
Und das Einzige, was wir überladen können, sind neue, also neue Erstellen und Löschoperatoren, um Speicher zu löschen. Und die werden überschrieben vom Custom Speicherallokator, Speicherzuteiler. Das ist ein ganz schön cooles Stück Software. Es garantiert den konkreten Zugriff auf die Arbeitsspeicher und Speicherpools. Und das ist eine sehr wichtige Sache. Es gibt verschiedene Pools in der Gegend, im RAM. Deswegen kann man die Prozesse voneinander unterscheiden und separieren. Zur Diagnose gibt es ein Display, das jede neue und jede Löschoperation zeigt. Der Rover kann auch eine Kopie seines RAMs nach unten schicken, auf die Erde. Derselbe Allokator wird auch benutzt für Unix-Maschinen. Und es gibt keinen Garbage Collector. Das würde zu teuer sein. Stattdessen muss man wirklich aufpassen, dass es keinen Speicherleak gibt. Das wird man üblicherweise mit Unit-Tests sicherstellen und erzwingen. Wenn ich was dazu füge, wenn ich einen Titel dazu gebe, dann solltest du das auf YouTube angucken, weil das sind super interessante Talks, Vorträge. Jetzt zur Philosophie hinter der Flugsoftware: gibt es die komponentenbasierte Architektur. Funktionen sind in Komponenten zusammengefasst und eine Komponente veröffentlicht eine Schnittstelle und diese Schnittstelle identifiziert die Elemente, die die Funktionen brauchen, um zu funktionieren. Das heißt, wenn man dasselbe Interface bedient, dann kann man Komponenten austauschen. Zum Beispiel kann man mit seiner eigenen Komponente arbeiten, ohne den Rest des Systems anzufassen. Das ist sehr hilfreich, wenn man Entwicklungsarbeit macht und auch wenn man Testarbeit macht. Man kann es dadurch viel besser testen. Und ihr könnt auch feststellen, dass Komponenten immer in Ebenen organisiert sind. Die unteren Komponenten, die kümmern sich direkt um die Hardware. Die verändern Schalter, die bewegen Aktoren. Die schicken Sachen zur Erde. Sie kümmern sich um die redundanten Komponenten, weil es gibt viele Komponenten, die mindestens zweimal da sind, falls eine Sache ausfällt. Und in den unteren Leveln werden sie automatisch auf eine Backup-Komponente umswitchen werden, ohne dass die überliegenden Level mitkriegen, dass da irgendwas schiefgegangen ist. Also die oberen Ebenen kriegen gar nicht mit, dass wir jetzt ein Backup benutzen, wie das benutzt wird oder so, das geht dir auch nichts an. Wir haben dann Komponenten, die diese internen Funktionen koordinieren und daraus Handlungen machen. Und dann haben wir natürlich noch Komponenten zum Schluss, die diese Aktionen in ganze Aktivitäten machen. Wie zum Beispiel, schau dir mal die Oberfläche an oder untersuch mal die Oberfläche des Bodens. Direkt nachdem das Raumschiff auf der Oberfläche gelandet ist, wurde das zum Beispiel gemacht. Das komplizierteste Modul in dem ganzen Gerät ist das Oberflächennavigationsmodul, welches in gewisser Form auch in anderen Mars Exploration Rover benutzt wurden. Sie benutzen ungefähr 21% der Codebasis. Für MSL oder Curiosity ist es ungefähr 10%. Nur Oberflächennavigationsmodule für den Pathfinder, um ihn zu bewegen. Ungefähr 100 verschiedene oder über 100 individuelle Module von Quellcode, die alle von verschiedenen Besitzern geschrieben wurden. Eine andere Philosophie ist Fehlerschutz. Die ganzen Module sollten nicht darauf ausgelegt sein, dass müssen sich nicht davon ausgehen, dass das Fahrzeug sicher ist. Es gibt eine Infrastruktur, die das System sicher hält und es vom Safe Mode bewahrt. Unsichere Aktionen sollen nicht erlaubt sein und sollten blockiert werden. Das Pattern ist in dem Fall, Fehler sollten detektiert und korrigiert werden. In der tiefsten Schicht. Wir haben sehr, sehr viel Testing. Wir haben Unit-Tests,
wir haben statische Analyse und wir haben Verifizierungen, wo Code auf verschiedenen Testsituationen genutzt wird. Wie zum Beispiel das hier, das ist ein Duplikat von Curiosity auf der Erde. Und dann gibt es noch Test as you fly. Sobald die Software hochgeladen ist, werden bestimmte Sachen ausprobiert auf dem Mond und eben während der Mission ausgetestet. So, this is really cool. So, das ist wirklich großartig jetzt. Die Flight Software von Curiosity kann komplett von der Erde abgedatet werden. Entwickler können neue Software machen und neue Funktionen installieren und auch den Landecode bearbeiten. Und das Mobility-Modul, das, was zum Beispiel den Rover dabei hilft, sich zu bewegen, wurde entwickelt während der Crew-Stage und es gehörte nicht zum Launch, zur Launch-Software. Es wurde halt hochgeladen, als der Rover bereits auf dem Mars war. Das ist ein bisschen so wie am Weihnachten. Und wenn man ein Gerät kriegt, dann muss man es vielleicht erstmal updaten, bevor man es benutzen kann. So, wie funktioniert das denn überhaupt? Das Software-Update wird in den aktiven RAM geschoben. Sobald irgendwas Falsches passiert, kann der Rechner neu starten und die alte Variante direkt vom Flash-Speicher laden. Dann gibt es erstmal Tests, um zu gucken, ob wirklich alles so funktioniert, wie es sollte. Und wenn das erledigt ist, wird die Software direkt in den Flash-Speicher geladen und gebootet. Und dann gibt es noch ein paar mehr Tests und dann wird diese Hälfte des Computers abgedatet. Und dann passiert genau das Gleiche auf der anderen Seite. Weil wir beide Computer fertig zur Benutzung haben möchten, falls mal irgendwas passiert. So, die Rover-Tage starten ungefähr um 9 Uhr Marszeit. Und dann wacht Curiosity aus seinem Traummodus auf. In dem Traummodus gibt es FPGAs, die beispielsweise die Heizung anstellen und alles vorbereiten, sodass der Rover direkt anfangen kann, sobald der Hauptcomputer gestartet ist. Und dann gibt es Signale von der Erde und startet. So, sie fährt, sie nimmt Daten auf, sie macht Experimente, sie bohrt, sie zappt. Ja, es ist wirklich anstrengend, aber es ist auch sehr, es ist wirklich großartig, aber anstrengend. So. Ja, und so, noch bevor die Sonne untergeht, fährt das Gerät wieder in die Pause, weil dann der letzte Satellit vorbeikommt, um halt die letzten Daten hochzuladen. Curiosity hat ein paar Antennen und mit einer könnte man direkt mit der Erde kommunizieren, aber es ist ungefähr nur die Geschwindigkeit von einem 14,4K-Modem. Anstattdessen werden Relay-Satelliten benutzt und dann geht die Datenrate ungefähr auf 500 Mbit am Tag hoch und das sind 62 Megabits pro Tag und das sind 62 Megabyte pro Tag und das ist wirklich schnell für Space-Verhältnisse. Und diese Atomquelle, die produziert 110 Watt und selbst wenn der Rover im Schlafmodus ist, braucht er 45 bis 70 Watt. Und 150 Watt werden benötigt, wenn der Rover fährt. Also braucht man halt wirklich viel Zeit, um die Batterien aufzuladen und dann ungefähr 6 Stunden durch die Gegend zu fahren. Das ist ein sehr kurzer Arbeitstag. Next I wanna talk. So, jetzt möchte ich darüber reden, wie das mit dem Fahren funktioniert. Das Rover benutzen RSVP, das Rover Sequencing and Visualization Program. Und das wurde bereits in den letzten Jahren viel benutzt und wurde auch auf früheren Rover-Missionen benutzt. So, in diesem System gibt es bestimmte Umgebungsdaten in 3D und die menschlichen Rover-Fahrer, die können eine lokale Simulation machen. Können wirklich schauen, funktioniert alles, ergibt das Sinn in diesem Kontext und dann können Befehle an den Rover abgeschickt werden. Zum Beispiel blindes Fahren. Das ist
der einfachste Modus. Sobald der Rover in eine Richtung geführt wird und dann 10 Meter fährt, das war dann alles. Das kann gefährlich sein, weil man kann nur so wirklich so weit fahren, wie man sehen kann. Und dann muss man wirklich auf andere Sachen. Ja, man kann natürlich potenziell auch irgendwo gegenfahren und dann muss man eben auf weitere Instruktionen vom Boden warten. Und es könnte auch Hindernisse geben beispielsweise. Es ist aber so, dass es relativ leichter zu berechnen ist und sehr, sehr gut voraussehbar ist und dass wirklich viel vor der Mission bereits passiert ist. Wir haben spezielle Messungen beispielsweise, um zu gucken, wie weit man gekommen ist, beispielsweise wie sich die Räder bewegt haben. Aber Curiosity kann halt nicht erkennen, ob er rutscht beispielsweise. Und gerade auf diesem Boden auf dem Mars rutschen sie wirklich viel. Und deshalb gibt es halt stereoskopische Bilder und die werden dann miteinander verglichen. Und dann werden bestimmte Features in dem Gelände sozusagen getestet. Und dann guckt sie, was ist interessant und überprüft sie so ein bisschen, wenn sie vorbeifährt, so jeden Meter. Und das passiert alles in dem Rover. Das wird nicht auf die Erde geschickt, das ist wirklich nur auf dem Mars und das funktioniert sehr, sehr gut. So, und dann gibt es Autonav. Da gibt der Roverfahrer ein bestimmtes Ziel vor und der Rover versucht den Weg komplett selbst zu finden und bestimmte No-Go-Areas werden eben vermieden. Die werden von der Bodenstation vorgegeben. Curiosity hat Stereokameras und nimmt auch Bilder damit auf. Und diese werden dann miteinander in Zusammenhang gebracht und dann gecheckt, wie die Entfernung ist. Und ein bestimmter Datensatz muss eine bestimmte Anzahl an Tests erfüllen, bis dann wirklich tatsächlich erkannt wird, okay, das ist richtig. Mit diesen stereoskopischen Bildern wird ein geometrisches Modell der Oberfläche gemacht. Und es wird dann in bestimmte Gitterstrukturen überprüft und da wird so ein bisschen geguckt, wie kann man da drüber fahren und kann sich auch selbst entscheiden, möchte ich da drüber fahren und welche Umwege sie gerne fahren müsste. Und es kann auch sein, dass da irgendwelche Dinge in der Gegend stehen, zum Beispiel, die dann ihren Bauch treffen könnten, das wäre ja auch gefährlich. Und diese Hindernisse, die werden eben mit dem Rover-Radius so ein bisschen in Verbindung gesetzt, sodass das Zentrum des Rovers immer möglichst weit davon weg ist. Bekommt man eine spezielle Karte des Rovers und da werden da bestimmte Sachen einfach überprüft. Ist das sicher? Wird es mich wirklich zum Ziel bringen? Und Curiosity wählt dann den sichersten Weg und fährt eine kleine Strecke dieses Wegs und in jedem Schritt wird die Navigation wieder angestoßen und eben so lange, bis man das Ziel erreicht hat. Und wenn kein sicherer Weg gefunden wird, dann soll der Rover halt anhalten. Curiosity nutzt eine Version von A+ Search. Das ist halt optimiert für ganz kleine Schritte. Diese ganze Optimierung, also der Algorithmus läuft halt deutlich schneller als A+ Search, aber das Problem ist, das Ding ist, der Mars Rover macht relativ viel mehr autonomes Fahren und Leute haben auch gelernt, wie man den Rover besser steuern kann und haben auch die Software verbessert. Und das ist Curiosity, wie sie zurückguckt auf ihren ersten autonomen Weg. Sie hatte halt gedacht, so irgendwas ist mit den Entwicklern komisch, da war ja nur so ein kleines Steinchen und sie ist halt einfach drumrum gefahren. Und das Ganze wurde, kann man so sehen, also so wurde es in RSVP gezeigt, da bewegt sich der Rover halt und da sieht man auch, wie sich der Kopf bewegt. Das ist halt dieses Autonav-Feature, was da gerade funktioniert. So, was für andere Features haben wir denn noch? Wir haben die Mali-Kamera. Das ist halt speziell an einem bestimmten Arm, kann Bilder von sich selbst aufnehmen. Ob
zum Beispiel auch zu gucken, ob die Räder nach der Landung noch okay sind. Und mit dem Arm können auch Panoramas aufgenommen werden. Und in dem mehrere Aufnahmen gemacht haben, sodass man auch den ganzen Körper des Rovers angucken kann. Und so sieht das dann aus. Das ist sozusagen der erste Selfie von Curiosity. Und wenn man die dann zusammenfügt, dann sieht das wirklich großartig aus. Das ist wirklich schön. Ich gucke mir die echt gerne an. Und der Arm wird normalerweise rausgefotoshoppt oder ausgeschnitten. Aber es passt wirklich auch nicht in dieses Panorama rein. So, dann lass uns noch mal was überzählen über Sol 200. Da konnte der Rover keine Daten mehr speichern. Man konnte halt noch Bilder übermitteln, aber speichern zum späteren Upload, das ging nicht. So ist der Rover halt regelmäßig ein paar Mal neu gestartet worden. Und niemand wusste so wirklich, was passiert ist. Und am Ende haben die Entwickler beschlossen, den B-Side-Computer zu nutzen. Da konnten sie dann so das Problem etwas sehen. Und es war so, dass dann fehlerhafter Flash-Chip drin war. Und dann haben die halt die Hälfte des Flash-Speichers abgeschaltet. Und das funktionierte tatsächlich. Und seitdem läuft der Rover auf der B-Seite des Computers. Und das ist tatsächlich anstrengender, als man denkt, wie ich euch bereits erzählt habe. Die Navigationskamera beispielsweise sind an jedes dieser Boards kombiniert, und wenn man von der A-Seite auf die B-Seite wechselt, sind die Kameras halt etwas falsch eingestellt. Das sind halt komische Winkel, und diese müssen halt neu programmiert werden. Und ansonsten würde man falsche Daten kriegen. Und während des Mars-Sommers ändert sich halt die Linse des ganzen Dings. Und dann muss man halt diese Triangulation, die funktioniert halt nicht wirklich. Deshalb musste Code geschrieben werden auf der Erde, indem man auf die Bilder geguckt hat, wie man das Ganze rausrechnen kann. So, das ist wirklich schwierig. Und ein Jahr nach der Landung auf dem Mars hatte Curiosity den ersten Geburtstag. Das ist Sam, das ist ein Instrument, in dem mit Vibrationen halt Material gesiebt werden kann. Und nach dem ersten Geburtstag wurde halt programmiert, dass bestimmte Vibrationen abgespielt werden konnten. Die hören wir jetzt gerade. Jetzt stellt euch mal Curiosity vor, sitzt da in der Marswüste und singt ein Geburtstagslied für sich selbst. Das ist so niedlich, aber auch, das ist auch nur einmal passiert. Und im Internet hört man häufiger, dass das jedes Jahr passiert. Das ist exakt einmal passiert. Seitdem gab es 5 Geburtstage. Und alle anderen waren ganz normale Arbeitstage für Curiosity. So, nach einer gewissen Zeit auf dem Mars gingen die Räder leider kaputt. Das ging tatsächlich schneller, als man dachte. Die Räder sind wirklich nur 1 Millimeter dick. Und was passiert ist, war, dass Curiosity auf einem Terrain gelandet ist, die noch nicht bei Opportunity oder Sojourner überprüft wurden. Diese kleinen Steinchen werden entweder zur Seite geschoben oder halt nach unten in den Boden gedrückt, wenn man drüber fährt. Aber das passierte diesmal nicht. Und da sind wirklich schwere Löcher in den Rädern. Und die Leute vom JPL haben da bestimmte Testing-Sachen vorbereitet, um zu gucken, wie die Räder sich kaputt gehen. Um zu gucken, was ist das gefährlichste Terrain für diese Räder. Und es stellte sich heraus, wenn da Steine, die wirklich hart im Boden stecken, und die haben ganz scharfe Kanten,
und die bewegen sich auch nicht zur Seite. Dann drücken halt die hinteren Räder, die vorderen Räder mit sehr hartem Druck da rein und das erzeugt halt Löcher. Tja, die Fahrtsoftware, die wurde halt geändert, um die Räder halt in eine andere Steuerung zu bringen. Und dass halt die hinteren Räder, die vorderen Räder nicht so hart reindrücken, wenn sie halt festhängen. Und Curiosity wird halt eher so in sandige Bereiche gefahren. In Seoul 2172, am 15. September in diesem Jahr, gab es ein neues Computerproblem. Curiosity ging's gut, aber man konnte bestimmte Teile des Speichers nicht erreichen, wo Daten für den späteren Upload drin steckten. Das ist ein wirklich schwieriges Problem, aber es hat die Sicherheit des Rovers nicht beeinflusst. Es gab keine Reboots beispielsweise. Für den Moment wurde der Rover-Computer dann wieder auf die A-Seite geschoben. Und seitdem passiert ganz viel großartige Wissenschaft, während die Ingenieure auf dem Boden versuchen, was das Problem eigentlich ist. Und jetzt ist halt Curiosity sicher. Und das ist halt einfach nur ein Stück kaputte Speicher, aber das ist egal. So, was passiert in Zukunft mit Curiosity? Curiosity's Hauptmission lief ab 2014 bis 2014, ja. Und 2018 läuft sie halt immer noch. Das ist großartig. Ja, vor ein paar Monaten auf einer Konferenz in Toulouse haben die JPL-Leute gesagt, dass da noch 10 Kilometer ungefähr in den Reifen stecken. Also so viel kann Curiosity noch fahren. Außerdem kann die MRTG Stromquelle, die kann noch 10 Jahre laufen. Also wenn nichts wirklich passiert, dann läuft sie noch 10 Jahre weiter. Und sie hat ihr Ziel bereits erreicht. Das ist Mount Sharp, aka Aeolis Mons. Das ist im Gale-Krater. Und der Gale-Krater war ursprünglich mal mit Wasser gefüllt. Und da sind wirklich sehr, sehr viele Sedimente auf dem Boden. Und da gibt es wirklich extrem viel Wissenschaft, die man da betreiben kann. Und nach 20 Kilometern befindet sich Curiosity nun sozusagen am Fuß des Bergs. Und da ist wirklich viel, was man sich super anschauen kann. Und in 2 Jahren wird Mars 2020 auf dem Mars ankommen. Das ist sozusagen der Geschwister-Rover. Es hat das gleiche Chassis und den gleichen Körper, die gleiche Software hauptsächlich, ein bisschen andere Räder und ein komplett neuen Satz an Instrumenten. Es wird auch der erste Rover sein, der ein Mikrofon eingebaut hat, sodass wir auch hören können, wie die Marsoberfläche tatsächlich klingt. Und vielleicht hören wir auch, wenn wir ganz genau zuhören, einen kleinen Geburtstagssong hören. Man weiß es nicht. I have tears in my eyes, actually. Ich habe Tränen in meinen Augen. Wir haben noch ein bisschen Zeit für Q&A. Also wir haben bestimmt viele Fragen. Es sind Mikrofone hier im Raum, in den Reihen. Und wir fangen mit Mikrofon 2 an. Hallo, danke für den Vortrag. 2 kleine Fragen. You call, the rover she? Warum nennst du den Rover sie? Und das Zweite, kannst du uns etwas Genaueres sagen zu Fehlern, wie die Software damit umgeht? Different kinds of errors. Gibt's unständige Errors, die man irgendwie behandeln muss? Gute Frage. Die erste Frage, warum ist es eine Sie? Es stellt sich raus, die NASA nennt alle ihre Rover mit dem weiblichen Pronomen. Also habe ich das auch getan, weil das fühlte sich richtig und nett an. Die zweite Frage war Fehlerbehandlung. Und es gibt ein ganzes Muster, das zum Beispiel bei Catherine Rice diskutiert wird, eine der Software-Architektinnen,
Es geht um ein ganzes Fehlerbehandlungspattern. Die machen das alles die gleiche Welt. Es gibt Statuscodes grün, gelb und rot. Grün bedeutet, alles ist normal. Gelb ist, irgendwas ist passiert, aber die unteren, niedriger leveren Komponenten konnten es irgendwie lösen, indem sie zum Beispiel eine andere Route gewählt haben oder auf eine Backup-Komponente umgeschaltet haben. Und dann gibt es Rot, wo die Komponenten einfach sagen, okay, irgendwas weiter oben in der Kette muss damit umgehen. So dass man die Fehlercodes hochlaufen lassen kann. Wir haben mehr Fragen, als wir tatsächlich annehmen können. Und dann nehmen wir Mikrofon 5, bitte. Danke für den großartigen Vortrag. Und ich wollte wissen, wie funktioniert die Bilderkennung vom Pathfinder? Vergleicht er die Bilder oder hat er so eine Art Datensatz? Es sind alles nur normale Bilder. Das ist... Ich muss mal kurz auf meine zusätzlichen Folien gucken. Ich habe nämlich viele davon. Ich werde es später finden. Im Wesentlichen gibt es eine ganz normale Bilderkennung. Da gibt es einen Algorithmus, der heißt Rockstar. Der kann Steine im Sand erkennen, wie du es zum Beispiel hier erkennst, an ihren Konturen erkennen. Und weil du stereoskopische Bilder haben, kannst du eine 3D-Karte des Terrors erstellen. So, Mikrofon 4 bitte, hallo. Ich habe gehört, dass manche Komponenten... ...vom ROS gesteuert werden, ist das richtig? Roboter? Irgendwas? Es kann stimmen, ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe diesen Begriff noch nicht gehört. Das ist offensichtlich die Grenze meines Wissens. Ja, nächstes Mikro. Wenn diese autonome Fahrtsoftware designt wurde, das wird wahrscheinlich so 2005 gewesen sein. Heute haben wir autonome Fahrzeuge, die entwickelt werden. Ist die NASA irgendwie an einem toten Ende angekommen, dass sie nicht das einbauen, was sie vielleicht in Autos steckt, oder? Oder wird das in einem komplett anderen Umfang gemacht, der noch kompatibel ist? Vielleicht muss man das komplett umschreiben. Ich habe keine Zugehörigkeit zu NASA, aber falls ihr mich anstellen wollt, hier bin ich. Ich kann also nicht für die sprechen. Für mich sieht es so aus, als ob es zwei verschiedene Anwendungsfälle sind. Autonome Autos, die benutzen alle möglichen Erkennungen spezifisch auf Straßen. Und der Rover muss ein anspruchsvolles Terrain navigieren. Da gibt natürlich viel Forschung, die da passiert. Und die Forschung ist öffentlich. Dass sie vielleicht die besten Sachen aus diesen Forschungen benutzen und sie integrieren. Diese Leute sind verdammt schlau. Okay, eine Frage noch vom Mikrofon 6. Gibt es da einen Grund dafür, dass es keine Radarsensoren gibt? Denn ich glaube, es würde es viel einfacher machen, 3D-Bilder zu machen. Ich weiß nicht von einem Grund. Vielleicht ist es einfach nur, weil das ganze Design im Wesentlichen von den frühen 2000ern ist, vielleicht war das damals noch nicht gut genug. Was ich euch empfehlen kann übrigens, dieses unfassbar gute Buch, wie Curiosity ihre Arbeit macht von der Planetenvereinigung. Das würde bestimmt diese Frage beantworten, aber ich weiß es nicht. Mikrofon 1 bitte, wie geht das mit Sicherheit aus? Gerade was Kommunikation angeht, wird das irgendwie verschlüsselt. Ich weiß, dass es Paritätsbits und Hashes gibt. That's your answer? Ist das die Antwort? Mikrofon 4, bitte. Du hast gesagt, dass er ungefähr 6 Stunden am Tag läuft. Wie viele Stunden ist das auf dem Mars, aber
wie wird das organisiert? Wie wird das, dass die Fahrt? Der Rover arbeitet immer in seiner eigenen Zeitzone. Wenn ich sage 10 Uhr, dann meine ich 10 Uhr am Morgen auf dem Mars. Also ein paar Stunden, nachdem die Sonne aufgegangen ist. Auf dem Mars. Ein Mars-Tag hat ungefähr 24 Stunden und 39 Minuten irgendwas. Es ist also sehr ähnlich zur Erde. Aber es gibt natürlich eine Bewegung zwischen Erd- und Mars-Tagen. Also das Offset wird immer schlimmer und schlimmer. Im ersten Jahr hat das Team, das den Roboter kontrolliert hat, haben in Shifts gearbeitet, in Schichten, die natürlich den Mars-Tag repräsentieren. Das hat natürlich auch Nachtschicht und Wochenendarbeit beinhaltet. Aber seither haben sie dieses System erstellt, wo sie tatsächlich nur am Erdtag arbeiten und es in 30-Tage-Zyklen geht, wo der Roboter jeden Tag Updates bekommt und dann gibt es immer ein paar Tage, wo der Roboter nur da sitzt und irgendwie nicht so viel macht, weil die Leute auch schlafen wollen. Und in der Zeit wird es einfach die ganzen Daten hochladen, die es gesammelt hat, weil das eh so eine schlechte Datenrate ist. Okay, zwei Fragen noch, dann 5 und 2 und das war's. Hi, großartiger Vortrag. Diese zwei Fälle, wo sie die Computer umschalten mussten, gab es da irgendwie kosmische Strahlung oder irgendwas? Weiß man da was? Sie haben es nicht rausgefunden, das ist die Sache. Es gibt auch andere Zwischenfälle, über die ich nicht gesprochen habe. Zum Beispiel ist ein Bohrer gebrochen an einer Stelle. Und in all diesen Stellen kannst du nicht wirklich rausfinden, was da passiert ist, weil um das zu tun, müsstest du dorthin gehen und dann irgendwie das aufmachen und reingucken und die Sachen angucken. Und alles, was sie wissen, ist, was die Software ihnen sagen kann. Die Software kann nur sagen, es passiert, wenn das und das, wenn der Teil des Speichers abgefragt wird. Das ist alles, was man dir sagen kann. So, Mikrofon 2, hi. Diese zwei Computer, die A und B genannt werden, haben das gleiche Hardware-Design? Ja, sie sind beide der Chip, den ich euch am Anfang gezeigt habe. Ich bin an der Bar nur außerhalb vom Ausgang, an der Overflow-Bar. Wenn ihr noch mehr Fragen habt, dann findet mich dort. Und damit möchten wir uns bei dem Vortragenden nochmal bedanken. Vielen lieben Dank. Ihr habt den Übersetzungs...